Wann war erste Mal? Ich bin Jungfrau. Ja? Zieht die Caps auf! Zieht die Caps auf! Holt die Caps aus euren Regalen! Holt die Caps aus euren Regalen! Ja. Walla? Walla. Ich bin 15. Wie ist bei dir? Ich bin auch noch jung. Natürlich nur auf Spaß. Und ich werde in einem Monat 15. Erst heiraten dann. Nach der Ehe. Holt die Caps raus! Chat, holt die Caps raus! Wo sind die Caps? Ich sehe sie nicht. Ja. Ist bei euch wirklich so? Ja. Zieht ihr auch durch? Ja. What's poppin', man? Hey, ich heiße Ricardo, Bro. What's up? Mein Name ist Badran. Was geht, Tariq? Mach mal ein paar Gang-Signs erstmal. Yo, yo, yo. Du weißt Bescheid, Bruder. Tänzer oder was? Ja, natürlich, du willst weißt. Willst du ein Battle oder was, Junge? Was meinst du, Junge? Nein, Bruder, kannst du einen krassen Move? Oh, warte, kennt, Digga, ich kann das nicht. Man geht irgendwie so und dann geht man so wieder zurück. Weißt du, was ich meine? Was? Ach, diese, ey. 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 Oha, Digga. Wie ist bei er hat einfach Freestyle rausgehauen, Digga. Weißt du, was ich meine? Ach, diese, ey. Ey. Oha, Digga. Wie ist bei dir? Kannst du ihn auch? Nein, Bro, ich kann es nicht. Ich bin nicht der Tänzer. Der ist der Tänzer von uns. Bist du Italiano? Nein, Bro, ich bin Türke und Deutsche. Du? Ich komme aus Kenia und Amerika. Und du? Ich bin Nigerianer und Portugiese. Und wo hast du diese Moves gelernt? Ja, mein Vater, weißt du, hat mir beigebracht. Der ein bisschen auf Arsch gehauen? Hat er auf Arsch gehauen? Fuck. Arsch geklatscht und dann habe ich getan, sagst du diese. Jungs, es geht ein bisschen darum, ich glaube, ihr seid alle schon im Club drinne. Es geht darum, habt ihr schon mal Jagabaga gemacht? Bruder, ich habe Shagalaga Bum Bum gemacht, Bruder. Digga, dieser Ricardo ist King. Ja? Du bist meinst, ich hab gemacht? Aber easy. Nicht mit Vater, oder? Nein. Oh, Digga. Hey, nicht mit Papa. Jo, lass Vater aus dem Spiel, verdammte Scheiße. Wann war das erste Mal? Welche Alter warst du? Ich war 10. 10, ich hab mir 10 gemacht. Nein, Spaß, Dinger, mit 15. Was war das für eine Dame? Das war eine sehr schöne alte Oma, so, die war um die 60. Die richtige... Gilf oder was? Ja. Aber du hast nicht gezahlt dafür, oder? Nein, Mann, umsonst, kostenlos. Wie war bei dir, Bruder? Welche Alter? Bruder, bei mir war auch mit 15. Ja, das war so schon peinliche Geschichten, so. Ich kannte dieses Mädchen einen Tag, die ist zu mir gekommen und dann gab's... Bam, bam, meine Mama war im Nebenzimmer, hat alles gehört. Ja, gefragt, geht's dir gut? Ich hab gesagt, ja, alles gut. Wie ist bei dir, Bruder? Mit 12, Bruder. Das war ein Dreier, Bruder. Die waren bei dir zu Hause. Ihre mit 12 ein Dreier. Mutter war auch da, ihr Vater war auch da. Der Vater hat mich gar nicht gemocht. Ich dachte so, wow, was macht der Junge jetzt hier und dies, das? Ich dachte mir so, ey, ich gleich deine Schwester. Gleich deine Schwester. Schwester oder Tochter? Nein, hört mir zu. Chill, ich gleich deine Schwester, ich gleich deine Mutter, ich bin gleich auch deine Tochter. Nicht nur eine, sondern beide. Okay, Bruder, wie lief das ab? Junge, ey. Schreib mal ein bisschen. Das soll ich kurz beschreiben. Okay, guck, dunkel war's. Das war komplett dunkel. Man hat mich gar nicht gesehen, Bruder. Man hat mich nicht gesehen. Dachte so, wow, Bruder, man hat nur meine Augen und mein Lächeln gesehen. Ja, yeah. Mein Lächeln und meine Augen gesehen. Digga. Diese Jungs. Yeah, für sure. Und dann sind wir zur Sache gegangen. Hab ich so, yeah. Alles gut? Ja. Yeah. Wer du bist? Tina. Tina und? Vanessa. Wann war dein erstes Mal? Erstes Mal was? Jiggy. Jigibaga. Das ist privat. Bei dir? 14. 14? Ja. Das hat dich dazu getrieben. Die Liebe? Ja, Liebe. Hast du verliebt? Oh, diese gewesen? Leute, die auf Krampf in dem Video sein wollen. Ja, wir waren zusammen. Okay, krass. Mit 14, ja. Wie lange wart ihr zusammen, bis es dann geknistert hat? Oh, so... schon 9 Monate. Wie lange war... Hast du auch eine Beziehung gehabt oder war das eher so spontan? Das war spontan. Echt? Hat man sich da kennengelernt und ein bisschen bum bum? Man kann sich schon, aber es war ein Fehler. War echt ein Fehler? Es war ein Fehler für mich, ja. Und wieso? Sagen wir so, das war so einmal so und danach kein Kontakt mehr und so. Aber weil es nicht so gut war, oder warum? Er hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist natürlich asozial, dass man sowas macht und dass man einen Menschen da auch wirklich im Stich lässt und dass dass es da Menschen gibt, die auch natürlich Gefühle entwickeln können und das sollte man nicht machen. Das sollte man wirklich nicht machen und das gehört sich auch. Das gehört sich nicht. Hast du das schon mal überdacht, ob es vielleicht an dir gelegen hat? Tschüss, Digga. Ey, jedes Mal, wenn man sich denkt, ey, die Situation kann nicht schlimmer werden, Tom haut einen Spruch raus und Bruder, er haut einen nochmal an Top. Wirklich, jedes Mal. Nö, gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht war es einfach nur ein Assi. Vielleicht war es ein Fucky. Ich bin Finn und ich mache einen Backflip. Ja, dann mach doch. Push dich, Junge. Ja, dann mach doch. Adrenalin! Ja!
hier ist Miese Trikot-Trainer, Digga. Ich schwöre in so viele Menschen, Digga, ich sag dir ehrlich. In meiner Gegend, ja, da gibt es keine Regeln. Hier denkt jeder an Moneten, viele Ratten, die hier reden. Nee, abgefucktes Leben, du willst Stress, Bruder, kein Problem. Aber wenn deine Bitch mich will, lass ich sie nicht weitergehen. Die Lyrics sind so bad, Alter. Ich bin so high, ich erkenne nicht mal die Uhrzeit und der Richter wieder mit einem Urteil. So, oh mein Gott. Check nix, was der sagt, ich bin grad voller Marsch. Seh nur durch die fette Scheibe, wie die Sonne auf. Ey, ha, mi olle de bacho, mi olle. Ja, ha, mi olle de bacho, mi olle de cima. No quero falar, no quero brincar. Eu parto rápido, desce, mi dono falo. O que me chama, tá velhando, tá caro. Mandangue, quando vem, eu fico baixo, eu ando no roubo, não vou, não dorme. Also, meine Freunde. Digga, dieser Clip hat perfekt gepasst. Digga, einfach One Park da gewesen. Ja, ha, mi olha de baixo, mi olha de cima. Não quero falar, não quero brincar. Eu parto rápido, desce, me dou, não falo. O que me chama, tá velhando, tá caro. Mandangue, quando vem, eu fico baixo. Eu ando no roubo, não vou, não caio. Não dorme. Also, meine Freunde, Donnerstag, nächste Woche, 23:59 Uhr, kommt mein erstes Musikvideo raus auf YouTube. Tuna Nusimef, da kommt alles. Was geht ab, Alter? Nichts bei dir. Seid ihr Stuttgarterin? Nee. Nee, Stuttgart. Nee. Richtung LB. Man kennt's LB. Okay, wie heißt ihr? Zara. Zara? Mhm. Entspannt. Letizia. Bitches flippen wieder aus, als hätte Zara Wintersee. Ja. Und? Lisa. Dings. Es geht ein bisschen darum, entweder worauf steht Stuttgart, also worauf stehst du so? Babyface. Ja! Ja! Babyface, Digga. Was für Babyface? Vielleicht Opa-Face. Wir reden jetzt über Jungs, oder? Also, yes. Wochen, okay, Babyface. Komplett? Ja, kein Bart. Frage der Episode ist, wann war das erste Mal? Gar nicht. Keine Antwort. Ach, Digga, leck mich am Arsch. Das ist eine private Frage. Du bist direkt aggressiv, Digga. Private Frage. Du bist im roten Bäckchen bekommen. Privat. Wie alt bist du? 17. Hast du Torschlusspanik, oder wie das heißt? Einfach keinen Bock auf Tippen im Allgemeinen. Hast du nicht so gute Erfahrungen gemacht? Wie sind die Stuttgarter so? Alle eklig. Okay, Babyface, was noch? Sollte vielleicht so groß sein wie ich. Wie bist du? 1,72. Manchmal schwierig, ne? Ja, ist definitiv schwierig bei der Partnersuche, aber ja, passt schon. Ja, wie ist es bei dir? Also, du musst schon groß sein. Ich bin klein, so, das juckt nicht. Bart ist wild. Ich check deine Meinung nicht, Digga. Ich finde braune Augen und grüne Augen am schönsten. Ey. Ich find's komisch, wenn Frauen Digger sagen. Auch wenn ich selber Digger sage. Und eigentlich, so, das, eigentlich ist es paradox, aber ich find's trotzdem komisch. Ich hab grüne Augen. Was ist bei dir? Blond einfach nur. Blonde Augen, perfekt. Blond. Nein. Braun. Muss der Sixpack haben? Nein. Oha, das wird so überbewertet. Ich finde Brust und Bizeps viel wichtiger. Also. Ja, dicke Arme, sagt meine Freundin auch immer. Ja, dicke Arme und dicke Brust. Ey, Digga, hab ich sogar. Okay, geht. Ich hatte mal mehr. Salam alaikum. Alaikum salam. Wer bist du? Ich bin 14. Ich bin Shakir, 16 Jahre alt. Ich bin Osa, 15 Jahre alt. Bruder, hast du meine Frau? Nein, Bruder. Walla, töbe. Schrei mal ein bisschen. Haram, walla. Hört auf, Jungs. Bruder, ich hab mich kurz mit ihm unterhalten, Digga. Seine Stimme, ich weiß nicht, was da los ist, Alter. Mr. Voice Crack in real. Stuttgart, geht ab. Stuttgart, beste Stadt, walla. Bruder, sag mal, auf was für Frauen stehst du so, Bruder? Türken, 61, loyal. Soll einfach loyal sein, hübsch aussehen, fertig, aus Ende. Und was sagst du? 1,65, eine Türkin, blonde Haare. Türkin mit blonden Haaren? Türke, blonde Haare, Digga. Der Mann kann suchen wie nichts anderes. Haaren, schwierig, oder? Geht. Okay, wie ist bei dir, Land? Voila, keine Ahnung, alles, was geht. Habt ihr Rest? Alles, Bruder, alles, gibt's nichts. Hast du mal gehabt? Voila, noch nie, voila. Wie alt? 16. Wie siehst du aus mit Puff? Auch nicht, voila. Nix zahlen? Nein. Kein Sex vor Ehe? Ab 18, 19. Wie siehst du aus mit 17,5? Vielleicht. Kommt drauf an. Wenn dein Traumfrau kommt und die sagt jetzt? Ja, dann schon, ja. Okay, dann ist okay. Dann jabala rein. Mach nochmal eine Kampfansage. Nein. Mach eine Kampfansage. Nein. Ich grüße Montana Black. Jungs, abonniert alle Tom. Und damit, Leute, würde ich sagen, das war der Digga. Mit dem Video. Was? Liked und abonniert, Mann. Liked, abonniert, teilt. Abonnieren, folgen, kommentieren. Genau. Ich dachte mir so, ey. Digga, was ein Video, Alter. Junge, dieser Tom, Alter, diese Videos von Tom.